Hallöchen da draußen, willkommen zurück zu Dead Island und wir haben die nächste Mission erhalten. Labyrinth des Teufels, such dir einen Weg zum Waffenlager in Zellenblock B. Rede mit Titus Kabui. Wir brauchen also in dem Fall schon wieder Waffen, wir haben doch erst Waffen gebracht, aber nein, das reicht ja nicht. Vor ein paar Tagen hat er schon gekriegt von uns, aber naja. Er will immer mehr, er ist süchtig. Waffenfreak vielleicht, Junkie oder so. Und jetzt werden wir natürlich den Weg erweisen und versuchen hier irgendwelche... Was? Schließe das Dampfventil? So, jetzt weiß ich nicht, ob das mir etwas gebracht hat hier, aber... warte mal, ich glaube, ich bin hier falsch, oder? It's insane down there in the basement right now. Wie jetzt? Wo muss ich denn hin? Ach, ich muss hier runter. Ah, ich glaube, hier unten war ich noch nicht. Und wieso habe ich jetzt das Dampfventil geschlossen? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Oh je. Ich sehe schon, da ist nichts Gutes hier unten. Das ist hier der Bunker sozusagen, oder? Da kommen sie doch hin, wenn sie nicht spuren. Jeden Fall ein Ausweis. Ach du Scheiße. Mama. Was mache ich hier unten eigentlich gerade? Okay, da sind Zombies da hinten. Hier ist bis jetzt nichts. Alles ruhig. Das lebt nicht mehr. Da kommen wir nicht durch. Oh, da läuft was. Gasflasche. Nehmen wir mal mit. Oh. Yep. Das ist gar nicht mal so dumm, die Idee. Oh, das hat weh getan. Wieso sagt jetzt, ich muss zurücklaufen? Oh! Da ist nochmal einer. Halt. Das ist mein Metallknüppel. Der ist gut. Das ist einer meiner Lieblingswaffen gerade hier geworden. Hauen wir mal den ein bisschen was. So, Knüppel kaputt. Die fliegen nämlich nachher. Oh, ich hasse die Stinker. Wir steigen bald ein Level. Bald ist es soweit. Jetzt nur noch. Wieso müssen wir jetzt in die andere Richtung? Hä? Okay, wir folgen dem Weg wieder zurück. Warum auch immer. Nee. Mann, das ist verbuggt. Das ist, spinnt manchmal. Ich habe schon gedacht, ich wäre jetzt falsch gelaufen, aber. Das ist nicht so. Das spinnt nur manchmal ein bisschen. Überrascht. So, was hat denn der dabei? Nee. Die muss mal schön auf Entfernung bleiben, weil die irgendwie, glaube ich, giftig sind. Selbst so merken wir es. Dann geht uns dann das Leben irgendwann zu Ende. What? Sind die in die Luft geflogen? No! Ich war zu nah dran! Scheiße! Wieder 8914. Oh! Mein schönes Geld. Das tut weh, wenn man so viel Geld verliert. Das ist einfach nicht schön. Was? What? Was ist für eine Axt? Ach, hier bin ich gerade eingegangen, ne? What? Was hast denn du hier? Holy. Ich bin einmal ins Eck hier gerannt und fängt an mich anzupopeln. Muss ich da runter? Oh, er rennt, der rennt schon. Fuß rennt er drauf.
Schussutensilien. Was zu essen, was man braucht. Oh nein! Shit. Wo ist einer? Stirb. Dass es noch ein Zombie kommt. Na! Ist noch einer? Ja. Oben, wo ist der jetzt? Da kommt er. Das war ein Fehler, mein Freund. Da ist ja noch einer. Oder? Ah! So, den haben wir. Aber ist realistisch, Headshots gelten hier wirklich als Headshots. Das gefällt mir gut. Eingesammelt hier. Ich glaube, ich muss hier unten rum. Nicht nach oben. Oh, Scheiße. Okay, Vorsicht. Mann, bleib liegen. Wenigstens stehen sie nicht schnell auf. Das ist gut im Spiel. Dann kann man den ein bisschen mehr auf den Köpfen rumtrampeln. Wenn sie mal liegen, haben sie meistens verloren. Da kommen sie nicht mehr so schnell hoch. Da ist ein Selbstmörder. Ein Schläger? Ist es ein Schläger? Ich glaube, das ist ein Schläger. Oh! Scheiße! Ich muss die ganze Gasflasche aufheben, wo hier steht. Mit dem Schläger, oder steht hier nochmal irgendwo einer? Autsch! Oh! Medien nehmen. Einer. Nein, hat nicht funktioniert. Aber bei dem hier. So, jetzt kommen wir hier vor, genau. Dann rette ich dich mal kurz in die Richtung. Jetzt können wir dir die Birne eindappen. Sehr schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Da haben wir noch einen und gehe. Großer. Ah, da ist eine Gasflasche. Jetzt weiß ich Geschichte, da haben wir noch mehr Gas. Gas, Gas, Gasolina. Komm. Komm. Na komm. Ja, komm. So, hab ich dich. Mit den Schlägern brauchen wir uns nicht mehr anlegen, war dann immer lieber das Gas, wo hier rumsteht. Bitte kein Selbst, oder? Besser. Okay, hier ist keiner. Ich mag die scheiß Selbstmörder nicht. So. Im Knast hängen Äxte rum. Finde ich ja gut. Nee, muss ich da unten... Warte mal, war da noch eine Gasflasche? Hier ist noch ein... Ja. Nimm mal das. Ist besser. Gesünder. Für uns zumindest. Wenn wir die jetzt richtig einsetzen hier. Nur nicht versemmeln mit dem Werfen, dann. Haha!
Haha, hast du mir gedacht, ne? Alter Scheiße. So, muss ich jetzt oben oder unten rein? Na toll, jetzt habe ich den umsonst getötet. Molotov-Cocktail. Ich kann gerade keine Waffe verzichten. Ich brauche die alle. Obwohl ich ja komplett umrüsten wollte auf... Alter. Boah. Wie kann man nur so beschissen Zombies platzieren, ey? Boah. Das war knapp. Irgendwie kommt mir das so vor, als wenn man gar keine Waffenkisten mehr bekommt. Wo sind denn die alle? Hallo? Munition? Warum nicht? Was ist jetzt hier drin? Labyrinth des Teufels. Toll. Suchen Sie einen Weg in Ihr Verderbnis und hoffentlich sterben Sie dabei. Ja, und jetzt kommen auch noch brennende Irre auf mich zu. Die mich auch noch ein bisschen ankokeln wollen. Wohin rennt denn der jetzt? Schön, da unten ist ein Hammer. Nee, oder? Das ist ein schlechter Scherz, ja. Das ist ein Witz. Ey, komm, hör auf, ey. Wow. Kommt der jetzt etwa hier hoch? Was? Der kann Treppen laufen? Autsch! Nee, echt jetzt? Au! Ich konnte gar nicht schlagen, verdammt! Du machst tut so. Geh weg! Ah, der Wichser! Leck mich am Arsch! Ey, wie mache ich den jetzt platt, den Scheißrammer? Verfluch doch mal! So, da unten? Okay. Also hier auf jeden Fall geht's nicht. Hier. Ah! Du Wichser! Wow! Du Arschloch! Ah! Der will mich treten! Er hat mich getreten! Ich mach dir zu. Weg. Toll, der andere kommt auch. Na super. Wie soll ich das jetzt machen hier unten? Warte mal, hier gibt es ja Munition. Wir haben ja auch noch Waffen. Ich werde mal die Magnum nehmen und mal einfach drauf schießen ein bisschen. Ja. Probieren wir es einfach mal. Vielleicht funktioniert es doch. Hier ein bisschen nachladen. Erstmal können wir uns vielleicht in den Schläger noch ein bisschen. Beide vielleicht. Oh, der hat einen Schläger in die Hand. Schön. Oh, shit. Shit. Au. Aua. Aua. Aua, mach's noch zu. Mach's noch zu. Ach du meine Fresse. Der ist wahnsinnig. Oh mein Gott, wieso ist die scheiß Tür blockiert? Das darf doch nicht wahr sein. Wie mach ich den jetzt platt? Geh wieder weg. Ist der da noch? Nein, der ist da immer noch, der geht nicht mehr weg. Scheiße! Pistolenmunition. Na super. Ist der wieder unten? Okay, er hat immer noch wenig Leben. Oh oh. Rennt! So.
Ey, irgendwie kriegt der Wichser keinen Schaden hier gerade. Boah, wie. Ist er weg? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er. No! Ist immer noch da. Okay, er ist gegen die Tür gerannt. Hau ab jetzt! So, die Musik ist wieder normal. Aber ich glaube, er ist immer noch da, oder? Hallo? Nicht, dass er jetzt hinter der Tür steht. Aber der ist hochgekommen, das ist gut. Dann können wir den hier mal ausschalten. Oh ne, kommt der andere auch? Nein! Oh, wieso musste der sich jetzt einmischen? Sag mal, sind das Brüder oder was? Das darf doch nicht wahr sein. So, komm her jetzt. Nein, nicht du! Scheiße. Die wollen nicht mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vielleicht muss ich vielleicht hier runterlocken. Nein, was machst du jetzt hier? Wieso lebst du schon hier, Arschloch? Und du wirst mich garantiert nicht töten, du Hurensohn. So, wir haben Stufenaufstieg. Das ist toll. Und der ist immer noch da. Okay, wir müssen leider kämpfen. Es geht nicht anders. Wir müssen jetzt irgendwie behaupten. Krieg gleich mal in die Fresse. Von wegen behaupten. Wir haben noch ein bisschen Raserei übrig. So, jetzt mal nutzen hier. Einfach mal kurz den Prozess beenden. Und ja, ja, du mich auch, du Arsch. Ah, verdammt. Weg. Problem hat der doch. Okay. Komm hier rein. Komm. Komm, renn. So, perfekt. So, wieso kriegt der Arschficker keinen Schaden? Kommt der nicht rein hier? Jetzt kriegt er Schaden. Autsch. Wow! Ich habe ihn. Ja, endlich. Boah. Rücks brennt. So, da sind die Zombies hier unten echt mal richtig einfach. Da ist nochmal ein Rammer. Ja, super. Wenn es eigentlich nicht gestört wird von den Zombies, geht's. Aber nein, sie müssen mal wieder stören. Komm jetzt von denen. Nächste Waffe. So, komm. Ram. Komm, ram. Da kommen noch ein paar Zombies. Oh, shit. Shit, 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 shit. Ich muss hier weg und bin tot. Verfluchte Scheiße. Ich bin stecken geblieben hier am Tisch. Oh, fuck. Molotov Cocktails. Can you hear me? The pill went down and I had to switch to another source. Ah, ich bin. I've been watching you for some time, but I couldn't contact you. Geil! Ich bin hier drin. Listen carefully. I know what you're planning to do. Don't. You can't give those prisoners weapons. Titus is a murderer and a terrorist. I locked the bloody bastard up myself, you understand? This is a prison for international terrorists. Government send them here from all over the world. You heard of extraordinary rendition, right? But where do you think they end up? That's why there's a minefield out there. If Titus and his men end up with weapons, there'll be no stopping them. Listen, leave the prisoners. There's no time. Don't worry about your friends. I'll take care of them. You need to get back to Block C as fast as you can. The only way is through the sewers. Move! Verdammt! What? Okay, wir sind jetzt hier drin gelandet, nachdem ich gestorben bin. Glücklicherweise. Schön. Und jetzt muss ich irgendwie, muss ich jetzt irgendwo hin. Hier raus, so wie es aussieht. Raus aus der Hölle hier, weg. Wow, Glück gehabt.
Und ich soll zu den Abwasserkanälen. Wo sind hier? Ah. Hier ist es aber dunkel. Aber ich glaube, wir haben ja eine Taschenlampe. Genau. Man drücke T und die Taschenlampe ist da. Wobei man eigentlich in dem Spiel eher selten mal eine Taschenlampe braucht. So, jetzt was zu essen. Boah, bin ich froh, dass ich mich nicht durchkämpfen musste. Geil, das Spiel hat mich erlöst. Das hat gesehen, ich bin Kämpfer und deswegen. Ha, hat gesagt, das können wir dem armen Kerl nicht mehr antun. So. Oh, super. Abwasserkanäle, prima. Eine Horde voll Zombies, noch besser. Wow. Ich sollte vielleicht mal meinen Levelaufstieg nutzen. Der Kraft ist kaputt. Und mal die nächste Kraft. Da sind eh überall Mieten und Scheiß drin. In den Waffen hier. Bleib liegen. So, Geld. Geld. Also hier kommen wir jetzt zu Block C im Prinzip, ne? Hab ich jetzt richtig verstanden, was der da gelabert hat? So. Diese räudige Hunde auf dem Boden. So. So, den Stufenaufstieg wollte ich noch kurz nutzen. Was haben wir noch? Mächtige Schlager, modifizierte Waffen plus 2%. Schaden, zweihändige Waffen plus 2. Haben wir selten eigentlich zweihändige Waffen. Erhaltene Schaden durch Kugeln minus 6. Haben wir eigentlich auch eher selten, aber da unten kommen dann noch interessante Sachen. Haltbarkeit von Waffen 10%. Eingehender Schaden. Unter kritischen Level wird verändert. Ich glaube, ich tue mich Organe neu wachsen lassen und dich von entsetzlichen Wunden erholen. Du regenerierst 20% Gesundheit pro Sekunde. Daraufhin möchte ich arbeiten. Ist vielleicht kein Fehler. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Ne? Schade. Da verzichte ich dann lieber auf Schaden, wenn ich mich selbst drin regenerieren kann. Warum gibt es hier keine Gasflasche oder sowas? So, grab ihn. Wasserleuchten. Was ist da drüben noch? Oh, da wäre eine Gasflasche. Ja, nochmal, wir erstmal hinkommen jetzt hier. Ich laufe noch kurz da hinten durch. Dort hinten und schmeiß den Witzel mal kurz die Gasflasche dort. Komm. Na komm schon. Hat der andere keine Lust? Wichser. Medipack. Verdammt, die Hinterfotzig. Wobei, die gehen ja hier unten noch. Da gibt es echt schlimmere Zombies. Zum Beispiel das da. Hätte ich doch bloß die Gasflasche nicht weggeworfen. Hätte ich sie mir doch bloß aufgehoben. Okay, jetzt muss ich irgendwie an dem Arschloch hier vorbeikommen. Schnell rennen, gucken, dass er eigentlich erwischt. Dass er eigentlich ankotzen kann. Hinter den. Komm. An dem ein paar Manieren beibringen, dem Arsch. So. Perfekt. Geht doch. Was liegt da? Wie zum Henker kommt ein Ausweis in die Kanalisation? Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Nee, haben wir nicht. Was zu werfen. Autsch. Oh.
Scheiße! So. Oh Mist. Naja, das war jetzt nicht so gut. Hätten wir auch besser lösen können. Wohin rennst du? Wir haben Raserei. Wo ist der andere da? Der kotzt hier gleich rum wahrscheinlich. Müssen wir aufpassen, dass wir out of range sind. Schauen wir nämlich ein Problem. So, jetzt soll ich mir schnappen. Arschloch, du hast das letzte Mal gefickt, mein Freund. So. Na? Ausdauer. Scheiße. Ja, versauf, du blödes Viech, du dummes. Ich hab gar nicht gewusst, dass die überhaupt atmen. Algen, für was braucht man eigentlich Algen? Puh. So. Labyrinth des Teufels. Ich glaube, wir müssen nach oben, ja? Und jetzt krieg ich gleich einen in die Fresse, oder? Ne, da ist ein Arm. Oh! What the fuck? Scheiße! Da ist ein bisschen was schief gegangen hier drin, glaube ich. Da lebt sogar noch was. Dann machen wir dem noch die Birne ein. Wieso nicht? Heilen uns, ich weiß jetzt nicht, was kommt, aber irgendwie ist hier ein Massaker ausgebrochen. Und das sieht nicht gut aus hier. So, oh, meine Fresse, ey. Leg mich am Arsch. Oh, wie es hier aussieht, ey. Okay, wir sind wieder in den normalen Zellenblock. Ist das jetzt C oder was? Keine. Hä, wie kommt die jetzt hier? They've come for us. What? Was seid? All was quiet. And then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him and he sacrificed himself so that we could get away. There were too many. There was nothing we could do. They tore into him like hungry animals, and all we could do was watch. If not for Moen, we would not be here. Und jetzt? Okay, ich soll sie zum Fahrstuhl bringen. Die rennen ja vor mir weg. Wie soll ich die zum Fahrstuhl bringen, Mann? Hallo, bleib mal hier. Ja, leben die jetzt noch ein paar von denen oder sind jetzt alle tot? Yeah, you made it. Quick, get into the elevator. The okay. Elevator's here. Okay, now, take a second to catch your breath. Was hat der hier drin? Lässt der da ein Gas rein, dass die sterben oder was? Get up! Wake up! This ain't no time to be taking a damn nap! What happened? The fucker gassed us! I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like, now! And how do we do that, since Colonel Trust Me just fucked us? You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. What the hell? That's just great. Told you we couldn't trust them. We gotta move. Come on.
There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. The whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Hey, wie redet der mit mir? We'll take the low road. Go. So. Good luck. Be careful. Dankeschön, und ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal uns neu ausrüsten, neu sortieren, alles neu modifizieren und dann machen wir im nächsten Part weiter. Und es wird spannend. Tschüss.